Wir haben hier heute ein richtig krasses Riesenprojekt am Start. Und zwar haben wir hier von Pascal von Elebus diesen Bus geschenkt gekriegt. Ja, ich weiß noch gar nicht genau, was wir am Ende daraus bauen. Wir werden es auf jeden Fall ultra krass ausbauen und dann eine riesenfette Reise damit machen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Jetzt haben wir uns erstmal professionelle Verstärkung geholt, und zwar vom Emanuel. Wir lackieren den Bus jetzt zusammen. Action! Der Bus ist echt so Hammer geworden. Ich glaube, wenn man es in echt sieht, sieht es nochmal viel krasser aus, weil es einfach so riesig groß ist. Ganz vielen Dank nochmal an den Emanuel, dass er uns hierbei geholfen hat. Richtig Hammer. Wir haben jetzt als erstes Projekt gedacht, dass wir aus dem Bus ein Autokino bauen. Und zwar eignet er sich perfekt als Rückseite für die Leinwand, damit die uns nicht so im Wind irgendwie wegfliegt. Und zwar haben wir eine riesige LKW-Plane, die ist 5x10 Meter groß. Und darauf wollen wir heute Abend hier einen Film zeigen. Wir haben noch einen riesigen Beamer geholt. Und naja, gucken wir mal, ob das klappt. Runterlassen ist uns gerade runtergefallen und eine Ecke ist kaputt gegangen. Hinten hat es abgebrochen, aber es passt. Alter, ist so schwer. Man kann aber auch sagen, es ist sehr viel Gans geblieben dafür, wie es umgefallen ist. Reparaturarbeiten werden jetzt hier eingeleitet. Das ist professionell einfach hier. Wir können die Leinwand noch nicht aufstellen, weil im Moment ziemlich Sturm ist, aber der geht hoffentlich jetzt gleich vorbei. Kevin, was meinst du? Wird es heute ein Flop oder wird es top? Das ist top, wir haben gebetet, safe. Kein schlechtes Wetter? Nein, kein schlechtes Wetter. Okay, Christopher ist heute unser Mann für den Ton, der baut jetzt in dem Bus das Mischpult auf. Ich finde, wir sollten mal ein Festival planen, also falls ihr Bock auf sowas habt, schreibt es mal in die Kommentare. Dann machen wir das vielleicht mal für, also öffentlich, damit jeder kommen kann. Wäre schon nice mit dem Bus. Yo, DJ Schacht legt hier gerade auf, bringt den Bus zum Beben. Sie planen schon die Busreise. Ich finde, es könnte noch lauter sein, definitiv. Dreh nochmal einmal auf. Klappt das hier? Ja, mit vielen Leuten kriegt man das schon irgendwie hin. Das Problem ist nur, dass wenn ich umkippe, haben wir eine Macke im Bus. Die Stangen müssen jetzt unten rein. Ist alles drin? Ja! Sehr geil! Ich mache jetzt mal meine Badeende da hoch. Die muss auch dabei sein. Die ersten Gäste kommen, aber können leider nicht einparken. Ruben, Mensch, was wird das denn hier? Christopher, du fängst den auf, wenn der runterfällt, ne? Hey Johannes, was sagst du dazu, dass dir Freunde ihr Leben für deinen Geburtstag aufs Spiel setzen? Das finde ich sehr gut. Das ist gut, ne? Ja, das ist halt.
So, wir haben heute für unsere Kinopremiere einen Ehrengast. Und zwar haben wir gedacht, dass wir da auch einen besonderen Stuhl natürlich für brauchen. Allerdings, ja. Samuel hat gerade gesagt, seine Lieblingsfahrtbewegung ist... mich zu überschlagen, das stimmt tatsächlich. Kriegen wir hin, glaube ich. Und, wie war's? Kann ich euch das abkaufen? Manchmal so eine Runde auf dem Kopf sitzen. Und wie ist es so, auf dem Geburtstag von einem Zwilling abzuhängen? Herrlich, ich finde, hier steht irgendwie alles Kopf, muss ich ehrlich sagen. Das ist einfach so eine nice Stimmung hier, das müsst ihr unbedingt mal selber machen. Ihr müsst ja nicht ganz so hart übertreiben mit so einem riesen Beamer und so einer riesigen Leinwand. Aber wir haben das voll oft schon gemacht, einfach mit einem kleinen Betttuch aufgespannt, einen kleinen Beamer rausgechillt und den Film geguckt. Ich glaube, das ist richtig cool. So, ihr habt definitiv das schönste Auto und erster Preis geht raus an Michael. Immer Lichterkette. Der Abend war echt mega schön, es war echt einer der schönsten Geburtstage, die wir jemals hatten, würde ich sagen. Ja, nochmal vielen, vielen Dank an alle, die dabei waren und ganz besonders an die Angler vom Erlensee, die uns den Parkplatz zur Verfügung gestellt haben. Ja, seid mal gespannt auf diese Busreise hier. Ich glaube, das wird so ein krasses Projekt. Also im Moment wollen wir wirklich einmal ums ganze Mittelmeer rumfahren, über Jordanien, Irak, Ägypten und am besten noch das U-Boot hinten dranhängen und damit die Reise machen. Also ich glaube, das wird echt richtig krass. Und schreibt mal in die Kommentare, ob wir nochmal ein krasses Autokino machen sollen, wo ihr denn dazukommen könnt. Dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dann!